Also wenn wir Röstern einen neuen Kaffee bekommen und den zum ersten Mal rösten, das ist ein ganz besonderer Moment für uns. Wir müssen den Kaffee dann erstmal kennenlernen. Meistens fängt es dann so an, dass wir wirklich das Sample erstmal im kleinen Sample-Röster rösten, danach kappen, zu evaluieren, herauszufinden, wo sind die Stärken des Kaffees, was wollen wir betonen in diesem Kaffee, ja, wie ist das Zusammenspiel zwischen Säure, Süße, wie kriegen wir die gute Balance in den Kaffee. Dann geht es eben an die große Maschine. Und dieser Moment, den Kaffee da dann zum ersten Mal zu rösten, ist so ein richtiger Nervenkitzel. Weil wir dann natürlich schon eine Ahnung haben, wie wir das Rezept einstellen. Aber dann muss man eben sehen, wie verhält sich der Kaffee auf der großen Maschine. Und da muss man wirklich fokussiert sein und dann auch schnell und individuell nochmal auf Aspekte eingehen. Also wir haben den Cerrado-Kaffee letztes Jahr in Brasilien gefunden und für uns entdeckt, weil das wirklich ein tolles Geschmacksbild abliefert, was wir so bisher noch nicht in unserem Portfolio haben. Und Brasilien ist ja eins der größten Kaffeeanbauländer der Welt und auch eins der spannendsten, wie ich finde, weil wirklich diese Vielfalt extrem groß ist auch in Brasilien und die Kaffees immer so eine schöne Fülle und samtiges Mundgefühl haben. Und da haben wir dann eben den Cerrado-Kaffee von Daterra für uns entdeckt. Daterra haben wir durch Isabella und Gabriel kennengelernt, die wir letztes Jahr in Äthiopien kennengelernt haben, bei einer gemeinsamen Freundin, Heliana, die da auch eine schöne Farm hat in Jegachefe, und waren da eigentlich im Austausch mit den beiden und haben viel damals schon gelernt, irgendwie wie auch Kaffeeanbau in Brasilien anders, abseits dieser Klischees, die man vielleicht ein bisschen hat, funktionieren kann, und waren damals schon total interessiert und begeistert, und seitdem sind wir im Austausch mit Daterra. Und jetzt war eben der perfekte Zeitpunkt, uns das Ganze mal persönlich vor Ort anzugucken. We say that Daterra is a project. We are very focused on research and innovation, focusing on being able to keep producing coffee, but using coffee as a way to promote the best interaction between agricultural and nature. We always hear that agriculture is the worst problem for environment because it causes a lot of problems. And we want to try to see if we can use the agriculture into promoting regenerative nature. So that's pretty much what we try to do through coffee. Sustainability for us makes more sense, because it means that we have to produce coffee in harmony with nature. What we've been studying so far, and we believe it's a really long-term study, is that how a farm in 2018 in Cerrado Mineiro that produces coffee can make good coffee the most sustainable as possible. Because we have to listen to the nature, to respect the nature, and to learn how can we interact with nature in balance. Faszinierend zu sehen hier bei Daterra ist eigentlich auch, wie wissenschaftlich das fast schon abläuft. Man kann schon fast vom Campus sprechen. Also das habe ich noch nie so gesehen in der Art. Sie haben hier eigentlich parallel viele Forschungsprojekte laufen, auch mit den Universitäten, forschen an Varietäten. Auch das Thema Klimawandel wird hier stark erforscht. Was man da für Resistenzen entwickeln kann auf einer Farm. Und das war faszinierend. Die haben ja eben auch dieses Experimental Lab, wo sie unterschiedliche Varietäten austesten, machen viel mit Fermentationsmethoden hier. Und das ist auch beim Cupping dann total cool gewesen, das alles mal so nebeneinander zu probieren. Also es war wahnsinnig erweiternd eigentlich. Ja, und Daterra ist ja auch eine B-Corp, so wie wir bei Coffee Circle. Und das war eigentlich auch schön, dass wir dann direkt schon ein ähnliches Mindset hatten oder ähnliche Werte, die wir verkörpern. Und das war dann auch mit ein Beweggrund, weshalb wir gerne bei Daterra unseren Kaffee kaufen wollten. Wie ich finde, ist der Cerrado-Café wirklich ganz besonders für unser Portfolio, weil es wirklich diese schönen, typischen brasilianischen Noten von Nuss, Schokolade, aber gerade auch diesem vollen, samtigen Körper verbindet mit ein bisschen Fruchtigkeit, reife Früchte, die an so Nektarine oder Orange erinnern, sind da auch mit drin. Und das ist wirklich eine spannende Kombination, die wir in der Form überhaupt noch nicht anbieten und wirklich jetzt erst mit dem Cerrado-Café unseren Kunden anbieten können.
Wir rösten den Cerrado-Kaffee jetzt als Omni-Roast, also das heißt, es ist eine mittelkräftige Röstung, die sich aber für alle Zubereitungsmethoden sehr gut eignet. Also man kann ihn als Filterkaffee trinken, schwarz oder mit Milch oder eben auch als Espresso, als Cappuccino oder Espresso, also in allen Formen. Und wirklich, wir haben diesen Fokus immer auf die Süße und die Balance des Kaffees gelegt. Als Filterkaffee schmeckt der Cerrado eben schön vollmundig, kräftig, aber trotzdem kommen die facettenreichen Aromen noch zum Vorschein. Und da ist es eigentlich egal, ob man ihn jetzt im Handfilter brüht oder in der Kaffeemaschine oder in der French Press. All diese positiven Vorzüge kommen eigentlich immer gut zur Geltung. Als Espresso trinke ich den Cerrado besonders gern, weil er eben dieses schön samtige, cremige Mundgefühl hat, eine schöne Süße und eine ganz leichte Säure, aber die nicht zu spitz daherkommt. Und als Cappuccino mag ich ihn so gerne, weil er dann echt super schön nussig wird. Ich freue mich schon, euer Feedback zum Cerrado zu erfahren und seid gespannt, was wir euch in nächster Zeit vielleicht noch Schönes aus Brasilien anbieten können.